Schönhausener sind ein alter Traditionsverein, der Verein in der früheren DDR mit großartigen Spielern. Herr Schneider war schon Vizeweltmeister, ist leider verstorben vor einigen Jahren. Seine Witwe ist meistens dabei heute, ist leider ein bisschen unmäßig und nicht dabei. Sie haben auch die besten Fans mit den Stuttgartern, die neu in der Liga sind, und mit natürlich unseren Fans. In Mühlhausen ist immer viel los. Pauken und Trompeten. Wir zeigen Ihnen heute mal, dass auch bei uns natürlich viel los ist. Genau das wissen Sie schon. Wie gesagt, gestern 8:08 in Tegernheim war ein Spitzenspiel, absolut. Hat fast 5 Stunden gedauert. Hoffen wir, dass es heute schneller geht. Natürlich mit einem anderen Ausgang, dass heute die Heimmannschaft gewinnt. Unsere Gäste spielen an Nummer 1. Er ist über Jahre hinweg einer der besten Spieler in der zweiten Liga Nord gewesen, auch in der zweiten Liga Süd gewesen, immer noch faszinierender Fanholder, Tan Bing. An Nummer 2, einer der jungen oder jüngeren, sagen wir mittlere Generation im tschechischen Team, so die zweite Reihe in Tschechien, aber ganz hervorragend. Letzte Saison schon gut gespielt, auch dieses Jahr gut 4:6 bisher in der Liga aus Tschechien. Peter David. Die Nummer 3 ist einer der erfahrensten Spieler in Deutschland und auch einer der besten. Er ist fast immer beim deutschen Top 16 dabei. Die Leute sind fasziniert von ihm, wie er spielt. Er ist auch ein sympathischer Kerl und immer willkommen in Hilbertstein. Thomas Reismann. Die Nummer 4 ist ein Jahr älter, 34 statt 33, wie der Thomas, der auch eher ein Urgestein im deutschen Tischtennissport. Früher, als er noch jung war, war auch manchmal der Hofer aus der Liebe, aber er schon große Schlagzeilen geschrieben. Er war immer gut, steht jetzt auch in der mittleren Parkhäuser mit 5:1 besiegen da Björn Unruhe. An Nummer 6, Nummer 5 und 6 kommen die großen Tischtennislegenden von Mühlhausen, von Tschechien, von Europa. Die Nummer 5 ist einer der bekanntesten Spieler Europas und einer der besten. Er ist heute noch bekannt und auch heute ist er noch faszinierend an den Tischen und auch bei den Frauen nebenbei gestanden. Sein Spielverhältnis ist 3:6. Die 6 behandelt werden er wahrscheinlich immer. 57 Jahre alt, mittlerweile aber immer noch jung geblieben. Milan. Ist der frühere Doppelpartner, mit ihm war er Vize-Weltmeister im Doppel. Vize-Weltmeister, lasst euch auf der Zunge zergehen. Er ist immer noch, ihr werdet es sehen, die spielen zwar nicht mehr zusammen Doppel, aber ihr werdet sehen, dass die es immer noch auch getrennt können. Auch er ist hervorragend. Mittlerweile auch im 5. Jahrzehnt seines Lebens gewonnen. Es ist noch ein 5er im Trich. Matschi! Mit den Doppeln, mit Tan Matschi, David Orlowski und Unruhe Theismann. Ja, und wir sind der Tabellennachbar mit 4:6 Punkten. Mühlhausen hat 6:4, 7:5 Punkte, glaube ich. Mittlerweile insgesamt, und das wird jetzt so die Schlacht sein.